Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Game of Dirt im Dirt Park in Wangen. Also wir spielen heute Game of Dirt und als Sondergast habe ich den Benjamin Krüger dabei. Hi Leute, ich bin Bene, bin 15 Jahre alt, bin schon 16, bin 5-mal deutscher Meister. Game of Dirt, was ist das? Man hat 4 Buchstaben zur Verfügung, Dirt, wie das Wort schon sagt. Da machen wir immer so Übungen, und der die Übung nicht schafft, kriegt einen Buchstaben und der am Ende das Wort Dirt als erstes voll hat, verliert. Anfangen können wir mit einer Whip Challenge über Instagram. Ihr könnt natürlich auch gerne abstimmen, obwohl es jetzt zu spät ist. Aber kommt hoch. Ja, wir fangen jetzt an mit dem Whip. So, wir haben jetzt die Whips hochgeladen auf Instagram, slide bald hoch. Wir schauen später die Ergebnisse an und der verliert, kriegt einen Buchstaben. Die Community stimmt quasi ab, wer besser ist. Die nächste Aufgabe ist, sagt der Bene. Ja, hier drüben ist so ein fetter Sprung. Da werden wir jetzt beide versuchen, einen No-Foot reinzumachen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Tja, gewonnen. Nee, der Bene hat jetzt den ersten Punkt. B quasi. Wir senden jetzt weiter. Als nächstes hätte ich gesagt, machen wir jetzt eine halbe Manual Line. Dann nehmen wir einfach so von den kleinen Hügeln, hier ist dieser Pump weg. Nehmen wir einfach welche und wer am weitesten kommt, der gewinnt bald die Runde. Shit! Ja, nach Videoauswertung hat sich herausgestellt, dass Bene besser war, deswegen kriege ich jetzt auch ein D. Und weiter geht's zur nächsten Übung. Steht Gleichstand. Die nächste Übung wird sein, hier raus in 360 zu machen. Let's go! ATK with backflip! Wenn du Lamborghini verkauft, ja. Shit! Zweiter Punkt für mich. Ich bin jetzt bei D, wie Dirt. Und jetzt senden wir wieder was. Wir fahren hier über die kleinen Hips, oder wie das heißt, und von dem letzten aus bis zum Anfang vom Hügel in Manual. Quasi springst du drüber und fährst dann ab da Manual. Mit Springen oder auch Fahren Manual? Hier springen und dann da fahren. Ja, machen wir das. Vierter Buchstabe für mich. Bitte. Jetzt müssen wir echt auf die Instagram-Challenge schauen, wenn die mal hochgeladen hat. Dann werden wir mal aus. Der Bene ist einfach eine Maschine. Okay, die Umfrage hat ergeben, Bene hat den besseren Wirk gemacht. War ja nicht zu erwarten eigentlich. Herzlichen Glückwunsch an Bene. Er hat gewonnen. Corona-Check natürlich. Wir üben noch weiter, dann will wir noch besser werden, weil wir sind einfach schon Maschinen, aber wir wollen bessere Maschinen werden. Und deswegen vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Checkt den Insta-Account bjm-kruger. Bene wird verlinkt. Max Krüger wird auch verlinkt, der Kameramann. In diesem Sinne. Auf TikTok üblich auch. Was hast du jetzt?